Ding doch mal schnell. Warst du sauer? Mensch, hör bloß. Vier hast du gewusst. Was hat deine Alte denn gesagt? Sie nimmt mir einfach nicht ab, dass ich in Amsterdam bin. Renate denkt, wir haben die ganze Nacht durchgemacht und sitzen jetzt noch irgendwo in der Kneipe auf der Reeperbahn. Ich sag's ja. Wenn man einmal die Wahrheit sagt. Ich ruf meine erst gar nicht an. Weil sie sich sonst sofort scheiden lässt. Nein, weil sie vielleicht selbst noch unterwegs ist. Ach. Aha. Das kann ich dir jetzt nicht erklären, Irene, aber es ist rein geschäftlich. Das musst du mir glauben. Kein Wort glaube ich dir. Warum hast du mir denn nichts davon erzählt? Es kam völlig überraschend. Tja, schöne Überraschung. Auf die Idee, mich anzurufen, bist du wohl nicht gekommen. Ich habe doch versucht, dich zu erreichen, aber war ja ständig besetzt. Ja, ja, von wegen. Lass dir mal eine bessere Ausrede einfallen. Wann gedenkt denn der Herr, wieder nach Hause zu kommen? Sobald wir die Sache erledigt haben, dann fahren wir auf der Stelle zurück. Jetzt hör mir mal gut zu, mein Lieber. So lasse ich mit mir nicht umspringen. Mit mir kannst du das nicht machen. Ich sitze hier bis Mitternacht und warte mit dem Essen auf dich und du hältst es nicht einmal für notwendig, dich bei mir zu melden. Rufst mich heute Morgen an, angeblich aus Amsterdam. Für wie blöd hältst du mich eigentlich? Aber nicht mit mir, mein Lieber, nicht mit mir! Ich weiß genau, wie deine Geschäfte aussehen. Weiblich, brünett und schlank. Ich lass mich scheiden. Irene. Irene. Sag mal, hast du schon wieder meine Zigaretten eingesteckt? Ach so. Entschuldige. Hm. Willst du dir nicht mal selbst welche kaufen? Ich rauch so gern von anderen. Das tut weh. Was? Nee, das ist aber nicht richtig. Das haben wir nicht bestellt. Doch, doch. It's right, it's right. Kinder, das ist noch nicht mal 9 Uhr. Das ist doch nicht euer Ernst. Also erstens heißt das Zeug nicht Ernst, sondern Geneva. Zweitens ist es schon nach 9. Und wenn du nicht willst, du musst ja nicht. Außerdem, wenn man im Ausland ist, da muss man sich der Landessitte anpassen. Du trinkst nicht. Du musst ja noch fahren. Außerdem ist der für Johannes. Wen ruft er denn jetzt schon wieder? In seiner Haut möchte ich nicht stecken. Schwiegervater zum Chef und über 1 Million Verlust in der Kasse. Das ist keine gute Basis für eine Karriere. Also wenn er mich fragt, er hätte da nicht rein heiraten sollen. Das war schon mal der erste Fehler. Schuster, bleib bei deinen Leisten. Wer sich in Gefahr begibt, kommt darin um. Naja, er hat ja noch uns. Gar nicht mal so schlecht. Das sag ich doch. Antje! Noch 4, kommt dran. Katharina, was soll ich denn machen? Ich habe über 1 Million Miese an der Backe. Da kann ich nicht den fürsorglichen Ehemann spielen. Na und was soll ich tun? Meinst du, sie glaubt mir mehr als dir? Natürlich. Unter Frauen regelt sich sowas doch ganz anders. Du kennst doch Irene. Die bringt es fertig und rennt sofort zum Anwalt. Also Johannes, ich weiß nicht. Was soll ich denn hier von Berlin aus machen? Ruf sie an, beruhige sie. Ich bin ja heute Abend wieder da. Spätestens morgen. Johannes, schwindelst du mich auch nicht an? Ich möchte mich ungern in eure Privatdinge einmischen. Schwesterherz, habe ich dich jemals angelogen? Na, ich möchte nicht anfangen, gründlich nachzudenken. Johannes, gib mir dein Ehrenwort, dass du mit dieser Frau dieselben... Also, du weißt doch schon, wen ich meine. Dass du mit der nichts zu tun hast. Ich habe nichts mit ihr zu tun. Bis auf die Tatsache, dass sie mich um mehr als 1 Million erleichtert hat. Mhm.
Ja, Zimmer 220. Bitte machen Sie mir die Rechnung fertig. Danke. Also Fieber hast du keins. Ja, aber ich fühle mich trotzdem nicht gut. Das glaube ich dir. Aber krank bist du nicht. Mach mir nichts vor. Doch. Also was ist los, Philipp? Nichts. Ich glaube, wir müssen mal vernünftig miteinander reden. Es ist wegen Peter, oder? Ja, ich mag ihn nicht besonders. Und ich will nicht, dass du ihn heiratest. Eins verspreche ich dir. Ich werde ihn ganz sicher nicht heiraten. Versprochen? Versprochen. Du verstehst dich überhaupt nicht mit Peter, stimmt's? Nee. Was machen wir denn da? Du bist mir natürlich das Wichtigste, aber andererseits akzeptiere ich doch auch deine Freunde. Da ist auch der eine oder andere drunter, den ich nicht sonderlich sympathisch finde. Sag mir wer, und ich treffe mich nicht mehr mit dem. Das muss man nicht übertreiben. Vielleicht finden wir einen Kompromiss. Was denn für einen? Ich werde Peter eine Weile nicht sehen. Zufrieden? Wegen mir? Nee, nicht wegen dir. Entschuldigung. Irene lässt sich scheiden. Was? Ja, ich habe sie gerade angerufen. Stell dir vor, sie behauptet, dass Johannes mit einer wildfremden Frau nach Holland durchgebrannt ist. Das ist doch nicht ihr Ernst. Das ist doch nicht alles. Sie glaubt auch, dass er aus der Firma Diamanten im Wert von über 1 Million hat mitgehen lassen. Das gibt's doch nicht. Wie kommt sie denn auf diese Räuberpistole? Das ist natürlich völliger Unsinn. Ich habe schon mit Johannes gesprochen. Aber Irene ist völlig aus dem Häuschen. Sie ist fest davon überzeugt, dass Johannes die Flucht von langer Hand vorbereitet hat und geht noch heute zum Anwalt, um die nötigen Schritte zu unternehmen. Du meine Güte. Bitte, wir müssen irgendwas tun. Warum fährst du nicht nach Hamburg? Ja, warum fahre ich nicht nach Hamburg? Oh ja, da komme ich mit. Philipp, ich denke, du bist krank. Ah, mir geht's schon wieder viel besser. Genau, das ist es. Dann kannst du mal sehen, was man mit so ein paar kleinen Steinen für Kohle machen kann. Schmucke Hütte. Ah, so lässt sich's leben, was? Ja. Sag mal, habt ihr schon mal so ein schwarz gestrichenes Haus gesehen? Nee. Das ist sicher ein Trauerfall, ne? Ganz bestimmt deinetwegen. Stimmt. Hört doch mal auf, dämlich zu quatschen. Wir sind doch hier nicht im Betriebsausflug. Hallo. Guten Tag, entschuldigen Sie. Hier ist Johannes Redlich. Ah, mein Herr Redlich, da sind Sie ja. Ja, guten Tag, mein Herr Dickerk. Schön, dass wir uns endlich persönlich kennenlernen. Leider unter solch unangenehmen Umständen. Ja, leider. Keine Sorge, Sie werden Ihre Steine wiederbekommen. Das will ich doch hoffen. Danke, dass Sie mich gleich angerufen haben. Das ist doch selbstverständlich unter Kollegen. Sind Sie mit der Frühmaschine gekommen? Nein, wir sind mit dem Auto hier. Herr Dickerk, darf ich Ihnen meine 3 Freunde aus Schierstedt vorstellen? Ja. Die waren so nett, mich nach Amsterdam zu begleiten. Wir sind sozusagen die Bodyguard. Ich glaube, die wird nicht notwendig sein. Aber kommen wir zur Sache. Viel Zeit ist nicht mehr. Die Situation ist folgendermaßen. Gestern Abend meldete sich eine gewisse Frau Peretti telefonisch bei mir und bot mir ein interessantes Geschäft an. Bei mir hat sie sich noch Van der Fair genannt. Sie hätte einen 5-Karäter zu verkaufen, sagte sie. Lupenrein, blau-weiß, moderner Schiff. 2 Dinge machten mich an ihrem Angebot stutzig. Zum einen der auffällig günstige Preis, zum anderen die Beschreibung des Steines. Sie traf exakt auf einen ihrer Fünflinge zu.
Frau Peretti gab vor, in finanziellen Schwierigkeiten zu sein und war an einer zügigen geschäftlichen Abwicklung interessiert. Ja, das kann ich mir denken. Auf meine Nachfragen stellte sie in Aussicht, noch weitere Steine dieser Größenordnung anbieten zu können. Also noch weitere 4. Exakt. Ich wunderte mich natürlich erst, wie die Diamanten in den Besitz dieser Frau gekommen sein konnten, nachdem ich noch vor einem halben Jahr mit ihrem Schwiegervater hartnäckig über die Partie verhandelt habe. Es gab für mich nur 2 Möglichkeiten. Entweder hatten Sie ihr die Diamanten günstiger abgegeben oder sie hatte sie unrechtmäßig erworben. Mit einem ganz simplen Trick hat sie mir die Diamanten abgegaunert. Wie sind Sie mit ihr verblieben? In 10 Minuten müsste sie auftauchen, vorausgesetzt sie ist pünktlich. Ich denke, es ist das Beste, ich rufe die Polizei an. Nein, bitte nicht, Herr Erdekerk. Ich würde die Sache ungern an die große Glocke hängen. Wie Sie wissen, bin ich erst vor kurzem bei meinem Schwiegervater ins Geschäft eingestiegen. Und wenn bekannt wird, dass man mich so leicht austricksen kann, dann werde ich leicht zum Gespött der Branche. Meinen Sie nicht, dass wir die ganze Angelegenheit mit mehr Diskretion erledigen können? Selbstverständlich. Ich hatte nur gedacht, falls es Schwierigkeiten gibt. Dafür sind wir ja da. Ja. Wie Sie möchten. Ich bin nur davon ausgegangen, Sie wollen die Dame ihrer gerechten Strafe zuführen. Ja, das habe ich auch vor. Aber erst will ich mal ein paar Takte mit ihr reden. Gut, dann schlage ich vor, Sie warten mit Ihrem Freund nebenan, bis die Frau Peretti die Steine mir vorgelegt hat. Und sobald ich sie geprüft habe, hole ich Sie dazu. Und wir hören uns an, wie die Dame den Besitz der Diamanten erklärt. Nein, nein, wir übernehmen besser die Überwachung draußen auf der Straße für alle Fälle. Ja. Nicht so traurig, ich krieg sie ja gleich wieder. Hier, 5 Gulden. 10. Die Jugend wird immer verdorbener. Er hat ja schon wieder meine Zigaretten. Bitte? Das ist mein Auto. Oh, du meine Güte, ja richtig, das ist ja... Sie müssen Ihr Auto besser pflegen. Gucken Sie mal, wie der Lack aussieht. Ganz stumpf. Immer schön polieren, damit der Glanz auch richtig rauskommt, nicht? Oh, das ist sehr lieb. Dankeschön. Ich...
da. Es geht los. Frau Baretti nehme ich an. Guten Tag, Herr Decker. Tja, wir haben gestern zusammen telefoniert. Bitte nehmen Sie mal Platz. Kann ich Ihnen etwas anbieten? Nein, vielen Dank. Mir wäre es sehr lieb, wenn wir gleich zum geschäftlichen Teil kommen könnten, Herr Decker. Ich bin ein wenig in Eile. Sie sind doch an den Steinen interessiert? Ja, natürlich, wenn ich Sie mal sehen dürfte. Sehr schön. Außergewöhnliche Arbeit. Der gleiche Schliff. Darf ich Sie fragen, woher diese seltenen Exemplare stammen? Ich besitze keinerlei Expertisen, aber ich meine, Sie sehen selbst, welchen Wert diese Steine haben. Mein verstorbener Mann hat sie mir hinterlassen und ich bin jetzt leider gezwungen, mich von ihm zu trennen. Herr Decker, wie viel wären Sie bereit zu zahlen? Nicht einen Pfennig. Da staunen Sie, was? Mit mir haben Sie wohl nicht gerechnet. Schön, die neue Haarfarbe, die Sie da haben. Sie haben sich wohl gedacht, der redlich, auch der ist neu in der Branche, den zieht er kurz über den Tisch. Wäre nur beinahe geglückt, aber nur beinahe. Tja, Frau van der Fehr oder Paretti oder wie Sie sich auch immer nennen mögen. Das Spiel ist aus. Tja, was soll ich sagen? Leugnen nützt wohl jetzt nichts mehr. Ja, das hielt ich auch für verfehlt. Schade. Wäre wohl zu schön gewesen, um wahr zu sein. Darf ich Ihnen einen anderen Vorschlag machen, meine Herren? Jetzt bin ich aber gespannt. Schauen Sie, es ist doch niemandem damit gedient, wenn Sie mich der Polizei übergeben. Am allerwenigsten mir. Und soweit ich informiert bin, lässt der Service und die Verpflegung in den holländischen Gefängnissen sehr zu wünschen übrig. Deshalb, meine Herren, würde ich sagen, ich nehme jetzt diese Steine und versuche zu fliegen. Bitte? Na ja, ich meine, Sie würden sich doch nicht an einer Dame vergreifen, oder? Hey! Da ist sie denn verrückt! Halt! Aufhalten! Aufhalten! Ich habe die Polizei! Hallo, Sie, ist die Sache jetzt mit Ihnen geklärt? Ja, alles klar. Wiedersehen. Ja, Gott sei Dank. Thank you.
auf, dass du sie nicht verlierst. Keine Bange, ich habe alles im Griff. Ich bin ja nicht blind. Mann, Käse! Wo ist sie denn jetzt? Ja, von wegen alles im Griff. War der nächste links. Wo denn nun? Die muss ich in Luft aufgelöst haben. Da drüben ist sie. Du holst auf die andere Seite. Ja, das sehe ich auch, aber fliegen kann ich nicht. Da vorne ist eine Brücke. Ach, so ein Mist. Das hat uns nur gerade noch gefehlt. Und jetzt? Diamanten, Ade. Die kommt auch nicht weiter. So, jetzt schnappt mal so. Sie hat einen Wagen. Ja, Treffpunkt bei der Kerk. Lass mir wenigstens ein paar hier. Da hinten ist ein Laden. Ich kann doch hier nicht weg. Da hast du Pech gehabt. Entschuldigen Sie mal bitte, vielmals, meine Herrschaft. Landsleute. Ja, sind wir. Aber in erster Linie möchten wir natürlich... Ein Foto machen? Ja, das mach du, komm. Ja? Wir würden gerne Ihre Fahrräder ausleihen, ja? Ja. Wir bringen Sie ihn hier wieder zurück. Hey, und ich? Ja, du bleibst das Pfand da. Moment, komm, Moment. Moment. Hallo. Hier, lächeln. Ja, die kommen gleich wieder, keine Angst. Was soll denn das? Mit dem Fahrrad haben wir doch gar keine Chance. Na gerade. Junge, wir sind in Amsterdam. Aussteigen, Madame. Aber ja doch, Süße. Ich verstehe das nicht. Bis auf die fünf Karäter ist alles da. Vater, du tust gerade so, als wäre nicht Staub gewischt worden. Die Steine sind über eine Million wert. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass Johannes... Wieso? Sind schon Leute mit weniger verschwunden. Welche andere Erklärung hast du denn? Im Moment keine. Aber an der Sache stimmt doch was nicht. Das ist doch ein blinder Krückstock. Deine Theorie, entschuldige bitte, ist doch völlig blöd.
Hat Johannes denn nicht gesagt, von wo aus in Amsterdam er angerufen hat? Nein, hat er nicht. Kein Hotel, Restaurant, Firma? Nein. Frau Schneider, wie genau war das mit den Fünfling? Wann haben Sie sie zum letzten Mal gesehen? Also das war vorige Woche. Ja. Frau van der Fähr hatte sie angezeigt und Herr Direktor, ich meine Herr Redlich, deponierte sie in einem versiegelten Umschlag hier im Safe. Als ich heute Morgen kam, war der Umschlag verschwunden, ja. Mehr kann ich Ihnen auch nicht sagen. Na bitte, da hörst du's. Für mich liegt die Sache klar auf der Hand. Johannes ist mit dieser van der Fähr und den Stein durchgebrannt. Bei dir ist auch was durchgebrannt. Warum haben Sie dann die anderen Steine und das Bargeld nicht mitgenommen? Kannst du mir das erklären? Ich weiß es nicht. Jedenfalls habe ich die beiden in einer eindeutigen Situation gesehen. Was du so unter eindeutig verstehst. Also ich weiß ja nicht, aber vielleicht kann Ihnen Herr de Kerk weiterhelfen. Er hat gestern Abend hier angerufen. De Kerk aus Amsterdam, ja. Das ist ein guter Hinweis. Warum haben Sie es nicht gleich gesagt? Stellen Sie mir bitte sofort eine Verbindung her. Sofort, Herr Direktor. Ja, bitte. Katharina Redlich. Katharina. Wieso bist du hier? Irene, ich muss dich dringend sprechen. Psst. Hallo, hier ist Rimbach. Guten Tag, Herr de Kerk. Ja, ja, ich weiß, dass er da ist. Wie? Nein. Erzählen Sie mal der Reihe nach. Verdammter Mist! So ein Pech aber auch, ha? Weil du zu blöd zum Autofahren bist. Was kann ich denn dafür, wenn hier überall Stau ist und lauter Einbahnstraßen andauernd gehen, die Brücken rauf und runter? Außerdem, wenn du nicht so fett wärst, hättet ihr sie leicht mit dem Fahrrad eingeholt. Ha. Kann ja nicht jeder so ein dünner Hering sein wie du. Apropos Hering, der Matsch ist wirklich sehr gut. Ich glaube, ich nehme mir ein paar davon mit nach Hause. Nimm dir doch gleich ein ganzes Fässchen. Jetzt ist aber Schluss. Ist doch wurscht, wie der Hering hier schmeckt und wer Schuld hatte. Mein Gott, diese Frau, die haut mir meinen Diamanten ab und ihr überlegt euch, ob ihr Matjes mit nach Hause nehmt. Ich denke, wir haben eine Vereinbarung. Wenn ihr wollt, dass ich weiterhin euren Verein sponsor, dann strengt euch gefälligst an und lasst euch was einfallen. Was sollen wir denn machen? Sieht verdammt schlecht aus. Sie ist auf und davon. Ja, eben, ist davon geschwirrt. So scheint es zu sein. Und ihr scheint wohl halt egal zu sein, was? Langsam, langsam. Wir sollten zum Flughafen fahren. Du glaubst, dass die mit dem Flugzeug abhaut? Ich hab so eine Ahnung, wo die Dame hin will. Und was ist das für eine Ahnung? Das hier habe ich in ihrem Wagen gefunden. Kapstadt, ha? Die Notiz sieht nach Abflugzeit aus. Tatsächlich, und zwar von heute. Mensch, Uwe, du bist ja ein Ass. Ich wusste, dass ich mich auf euch Jungs verlassen kann. Da staunst du, was? Ich hab's nämlich nicht nur hier, sondern auch hier. Vielen Dank. Ich bin auf deine Almosen nicht angewiesen. Ich hab nämlich selber. Oh, Scheiße. Wo habe ich denn die verloren? Mensch, das war eine nagelneue Packung. Du nimmst ja Sachen mit, als wolltest du 3 Wochen bleiben. Vater, ich nehme immer alles mit. Jetzt lass mich doch in Ruhe. Ich habe keine Lust, die Maschine zu verpassen. Ach, du Irene, sie ist ihnen doch entwischt. Was willst du denn da jetzt noch ausrichten? Das weiß ich jetzt auch noch nicht. Aber eine Frau gehört an die Seite ihres Mannes, wenn er in Schwierigkeiten ist. Bravo. So kenne ich dich ja gar nicht. Das gefällt mir. Ja. Am liebsten würde ich mitfahren. Ein guter Gedanke, Katharina. Dann fahren wir doch alle. Ja, warum eigentlich nicht? Ich bin schon eine Ewigkeit nicht mehr in Amsterdam. Na prima, dann bestelle ich uns gleich Zimmer im Hotel American. Sag mal, tickt ihr noch ganz richtig? Das ist doch keine Vergnügungsreise. Es geht hier schließlich um ein kleines Vermögen. Also wirklich, Vater. Siehst du, Katharina, so werde ich hier tagtäglich behandelt. Kein einfaches Leben mit einem, die Kinder über den Kopf wachsen. Du Vater, sag doch bitte Jürgen Bescheid. Er soll mit dem Wagen vorfahren. Ich muss in einer halben Stunde am Flughafen sein. Dazu bin ich gut genug. Gemacht, gemacht. Ich gehe ja schon. Jawohl, jawohl. Yes. So, warte mal. Habe ich jetzt alles? Ja. Katharina, bleibst du hier?
Nein, nein, ich bring den. Ich krieg den doch nicht zu. Also gut, dann komm. Das muss Jürgen machen. Das macht Danke. Ja, komm. Ja. Jürgen! Wie konnte ich nur an ihm zweifeln? Ich fühle mich miserabel. Das ist die Strafe dafür, dass du immer so voreilige Schlüsse ziehst. Ach, jetzt machst du mir auch noch Vorwürfe, als wenn nicht alles schon schlimm genug wäre. Ja, aber wie willst du ihn überhaupt finden in Amsterdam, Irene? Der Kerk ist sicher, dass sich Johannes wieder bei ihm meldet. Und wenn nicht? Ach, du fällst immer von einem Extrem ins andere. Ich finde ihn. Bitte. Hier ist Ihre Bordkarte, Frau Wiedemann. Ihre Maschine geht in einer Stunde. Guten Flug. Vielen Dank. Sorry, mein Dame, sprechen Sie Deutsch? Ja. Können Sie mir sagen, ob Frau van der Veer bereits eingeschickt hat? Oder Frau Paretti? Ja. Tut mir leid, meine Herren, aber ich darf Ihnen da über keine Auskunft geben. Es ist nämlich seine Freundin, also seine Bekannte, also seine befreundete Bekannte, eine bekannte Freundin. Frau Paretti oder Frau van der Veer? Beide. Ich möchte nur wissen, ob sie bereits auf der Maschine ist. Tut mir leid, ich darf Ihnen das wirklich nicht sagen. Fräulein, die Sache ist sehr wichtig. Die Dame hat etwas, was mir sehr am Herzen liegt. Nein. Keine der von Ihnen genannten Namen ist auf der Maschine. Mist. Da hat sie ja schon wieder einen anderen Namen. Also die Frau, die ich suche, ja, die ist ungefähr so groß. Ja, hat rote oder blonde Haare und ist so, na, so vage um die 30 so vor oder danach. Eine sehr vage Beschreibung für die Dame Ihres Herzens. Ja, Sie müssen wissen, die kennen sich noch nicht so lange. Ja. Dafür aber intensiv. Ja, vielleicht sind Ihnen Ihre Ohrringe aufgefallen. Wissen Sie, hat so große, goldene Schnecken gehängt. Solche Dinger? Ja, die waren wirklich sehr auffallend. Heißt das, sie ist doch auf der Maschine? Tut mir leid, ich darf Ihnen das nicht sagen. Aber Sie haben sie gesehen? Ich sage nicht nein. Verstehe. Danke. Wie komme ich denn jetzt an Sie ran? Oh Gott. Jetzt lass dir mal was einfallen. Aber ein bisschen Tempo. Thank you.
stellen Sie sich das vor, Minerva. Ich kann doch wegen Ihnen nicht ein ganzes Flugzeug aufhalten. Ja, aber auf der Maschine ist eine Frau, die meine Diamanten hat. Für 1 Million. Ja, so ist es. Und wie soll die Dame heißen? Ja, Van der Fee oder Paretti, was weiß ich. Ach, den Namen kennen Sie nicht. Können Sie sie wenigstens beschreiben? Ja, so groß, so kurz vor nach 30, blond oder dunkel. Oh, das wissen Sie auch nicht genau. Nein, sie trägt Perücken. Nun, unternehmen Sie doch endlich was. Was? Na, irgendwas aufhalten, verhaften, durchsuchen. Ich möchte meine Diamanten wieder haben. Das kann doch nicht so schwer zu verstehen sein. Ihrer Meinung nach sollte ich jetzt alle Passagiere zur Leibesvisitation aus der Maschine holen? Nein, natürlich nur die Frau. Und wie soll ich die finden, wenn Sie sie nicht beschreiben können? Lassen Sie uns zusammen dahin gehen. Ich werde es Ihnen schon zeigen. Es ist Ihnen nicht erlaubt, die Sicherheitszone zu betreten. Mein Gott, wie kann man bloß so stur sein? Da sag mal, die Holländer wären so gastfreundlich. Ich biete Ihnen gerne einen Kaffee an. Aber was Sie von mir verlangen, das ist unmöglich, das müssen Sie einsehen. Aber die Frau ist eine Betrügerin. Die können Sie doch nicht so einfach abfliegen lassen. Ich nehme gerne eine Anzeige auf. Wenn sich Ihre Anschuldigungen als wahr herausstellen, dann wird man die Dame in Kapstadt diesbezüglich vernehmen. Wenn sie dann da überhaupt noch ist. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Der bringt mich noch zur Weißglut, dieser Menschenuniform. Naja, ist ja alles gut und schön, Hannes, aber was willst du denn jetzt machen? Ich geh in die Maschine und schnapp mir die Lady. Meine Geduld ist zu Ende. Die lassen dich doch nicht ins Flugzeug. Ja, nimmer. Moment mal, ich hab da noch eine Idee. Wir machen einfach eine Bombendrohung und dann müssen sie die Maschine räumen. Na, aber du spinnst doch das wohl. So, weißt du was, ich glaube, jetzt ist es wirklich von da nach da gerutscht. Wirklich. Ich hab eine viel bessere Idee. Wir machen das ganz anders. Also, einmal Kapstadt, für jetzt gleich. Einen Ja, schau mal einer an. So sieht man sich wieder. Tja, da sind Sie sprachlos, was? Darf ich bitten? Stewardess! Meine Diamanten. Was kann ich denn für Sie tun? Stewardess, bitte helfen Sie mir. Dieser Mann belästigt mich. Machen Sie doch bitte kein Theater. Darf ich bitte mal Ihre Bordkarte sehen, mein Herr? Jetzt können wir uns ersparen. Ich bin nur hier, um etwas abzuholen. Also, wirklich sehr leid. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was dieser Mann will. Jetzt reißt mal aber langsam der Geduldsfaden. Ihre Bordkarte bitte. Ich habe nicht vor zu fliegen. Ich habe mir das Ticket nur gekauft, um... Sie sitzen in der Business-Klasse, Herr Redlich. Wenn Sie bitte folgen möchten. Also verstehen Sie mich nicht. Ich will nicht nach Kapstadt, ich will mein Eigentum. Und das hat diese Frau hier. Also machen Sie bitte keine Spirenzien, geben Sie mir meine Steine wieder. Was für Steine? Es tut mir wirklich leid, aber ich weiß einfach nicht, wovon dieser Mann redet. Bitte helfen Sie mir. Stewardess, sorgen Sie dafür, dass dieser Mann mich in Ruhe lässt. Bitte, Redlich, gehen Sie auf Ihren Platz. Ich will auf keinen Platz. Ich will meine Diamanten, und zwar von dieser Frau. Die hat mich bestohlen. Wenn Sie Schwierigkeiten machen, bin ich gezwungen, den Kapitän zu holen. Was meint ihr? Ob er die da wieder rauskriegt? Johannes ist so penetrant, der schafft alles. Selbst so ein kriminelles Luder. Deren Gesicht möchte ich jetzt gerne mal sehen. Du, Uwe, nein, hast du mal eine... Herr Redlich, ich muss Sie bitten, sich auf Ihren Platz zu setzen oder die Maschine zu verlassen.
Ich gehe nicht ohne meine Diamanten. Zwingen Sie mich nicht, Sie gewaltsam von Bord bringen zu lassen. Bitte. Holen Sie von mir aus die Polizei. Das wird nicht nötig sein. Sie unterstehen hier meiner Weisung. Also, entweder oder. Vielleicht hat die Maschine ja noch einen Hinterausgang. Quatsch, der ist ja noch drin. Lasst uns zur Polizei gehen. Unsinn, da waren wir doch schon, das bringt doch nichts. Wir warten jetzt erstmal. Wo ist denn Johannes hingegangen? Oh, guten Tag. Ja, das ist aber eine Überraschung. Er holt jemanden von der Maschine ab. Wieso? Wen? Och, das ist eine lange Geschichte. Die soll er Ihnen mal lieber selber erzählen. Ja. Guck mal, die Maschine haut ab. Nach Kapstadt.